Was? Das ist das richtige Zeug. Können wir jetzt irgendwo hingehen? Absolut. Man reiche dir die Sternekarte. Schnell, meine Nadel jucken. Welche Sternkarte? Hab keine Sternkarte, aber vielleicht hier drüben. Da sind so viele Trümmerteile drin. Ich komme da nicht durch. Jetzt quetscht dein kleinen Arsch da durch. Mann. Hört man vielleicht irgendwas? Nee, hier ist bloß der Freund und Helfer und Kupferstecher. Nein, du bist kein Kupferstich, nicht? Du bist ja aus Wolle. Wolle Petri, das ist der Wahnsinn. Jetzt fliegen wir in die Hölle. Dieser Schal erinnert mich an jemanden. Okay, und ist auch nichts mehr. So, wir brauchen eine Stammkarte. Vielleicht kann uns der Mutti Shay, Mutti irgendwie, euer Mutschis Mutti weiterhelfen. Vielleicht haben wir da euer Glück. Ey, das ist eine Rätselkarte, das war wirklich nervig. Ja, Vorsicht, ich weiß. Nee, warte mal, ich schau doch mal in Shays Zimmer. Vielleicht kommt er mal runter zu diesem komischen Dreckswolf und können den richtig schön die Fresse polieren. Das würde mich doch richtig oberglücklich machen. Es ist das letzte Mädchen, die unser Schiff zu Fall gebracht hat. Was ist mit ihr? Sie bedeutet ihm etwas, aus welchem Grund auch immer. Er war bereit, alles für sie zu riskieren. Zweimal. Glaubst du, er hat ein Exemplar gefunden, das Eline hereinhalten könnte? Ja, ich glaube, wir brauchen die anderen Exemplare nicht mehr. Verwerte sie trotzdem, nur um sicher zu sein. Und verbrenne das Abfallmaterial. Nachdem du das Schiff repariert hast, Marekali. Ich würde es bevorzugen, wenn der Rat nicht erfährt, dass du fast einen Kollektor in den Ödland verloren hättest. Ja, Sir. Und was die Mutter... Du kennst die Regel, Marekali. Sie ist mit einer unreinen Primitiven in Kontakt gekommen. Wer weiß, was für Krankheiten sie hat. Ja, Thrushmeister. Ich leite die Reparaturarbeiten ein und bereite die Verbrennungsanlage vor. Beeil dich, Marekai. Mein Blut zittert. Was? Solche miesen Säcke. Okay, was haben wir denn? Warte mal, können wir vielleicht uns damit vorbeischleichen? Das war eigentlich ganz cool. Du sollst nicht zurückgehen. Ach. Okay. Diese Schweine. Gut. Ich habe gedacht, wir können uns jetzt an ihm hier vorbeischleichen. Mit dem Messer dann erdolchen, ganz mies von hinten. Aber ich. Ich möchte ihn erdolchen, diesen Widerborst. Das werfe ich nicht auf ihn. Ich meine, was, wenn ich daneben werfe? Ich bezweifle, dass dieser Helm da etwas bringt. Die behalte ich. Es ist schwer, die passenden Schuhe zu finden. Er wird mich sehen. Oder gar nicht. Sieht aus wie so eine Art Karte. Ich kann aber nicht näher ran, solange dieses Leichengesicht da ist. Na komm, wir schlagen ihn einfach damit nieder. Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex Todesstrahl abzufeuern. Und das auch nur, wenn wir in Reichweite sind. Und ich ein... Diese großen Überwachungsbildschirme scheinen nicht zu funktionieren. Das ist gut. Er wird nicht bemerken, was ich vorhabe. Ja, das ist schön. Aber ich würde ein bisschen vorbeischleichen. Sieht aus wie so eine Art Karte. Ich kann aber nicht näher ran, solange dieses Leichengesicht da ist. Können wir rüberschweben? Die behalte ich. Es ist schwer, die passenden Schuhe zu... Nein! Ah, wie nein? Er wird mich sehen! Warum denn? Ich brauche hier keine Wolkenschuhe. Sieht aus wie so ein Videospiel. Na, lass uns zocken, Baby. Sieht aus wie so ein Videospiel. Lass uns zocken, Baby. Sieht aus wie so ein Videospiel. Dann lass uns doch eine Runde spielen. Vielleicht ist da Far Cry drauf. Sieht aus wie so ein Videospiel. Ja, ist ja gut. Okay, wir reden nochmal mit der Mutti, wollte ich mal meinen. Ach nee, ich wollte nochmal Shays Zimmer durchsuchen und dann nochmal mit der Mutti sprechen. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht aus, als wären die Fenster mit einer Art Kraftfeld versiegelt worden. Weil sie Angst haben. Das sieht gar nicht sicher aus. Das sollte ich nicht berühren. Feigling. Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mok Chotra. Das hast du dir selbst eingebrockt.
Genau. So, wir reden nochmal mit Mutti, würde ich mal meinen. Und dann gucken wir mal, was die Mutti so vorhat. Mutti, ich komme her. Hallo, Mutti. Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. So, gut. Jetzt quatschen wir nochmal alles durch hier. Deinem Sohn geht es übrigens gut. Er ist aus dem Schiff gesprungen, als ich reinkam. Wahrscheinlich liegt er am Strand und sonnt sich. Gut, das ist ja schon mal was. Und was ist mit meinem Mann? Ich habe sonst niemanden gesehen. Aber vielleicht sind sie zusammen. Das hoffe ich. Wenn ich doch bloß zurückfliegen und sie holen könnte. Dann lass uns doch dafür sorgen, dass wir das in unseren Fluchtplan einbauen. So, du bist dem Wolf schon mal begegnet. Marikai. Du bist dem Wolf schon mal begegnet? Marikai? Ja, er ist unser Sicherheitsoffizier für den ältesten Rat von Loruna. Und ein hochrangiges Mitglied von Drossel. Bord. Da ist dieser Drossel. Was ist das, Drossel? Die herrschende politische Partei von Loruna. Sie glauben aber, dass sie noch viel mehr als das sind. Sie halten sich für eine besondere und privilegierte Klasse, die verpflichtet ist, den Rest von uns anzuführen. Genau! Was hat es mit Operation Löwenzahn auf sich? Wir müssen Löwenzahn pflanzen, liebe Freunde. Von Löwenzahn kann man sich ernähren, mit Löwenzahn kann man sich überleben. Jawohl, wir pflanzen Löwenzahn für den Weltfrieden. Haha! Was hat es mit der Operation Löwenzahn, für Afrika. Löwenzahn auf sich? Ich dachte, dass ich dabei mit meiner Familie zusammen in der Galaxie nach einer neuen Heimat suchen würde. Offensichtlich war das aber nur der erste Teil. Der zweite Teil scheint mir etwas unheilvoller gewesen zu sein. Mhm. Pass auf, wir müssen zusammenhalten. Pass auf, wir müssen zusammenhalten. Wir sollten mit der Vergangenheit abschließen, um dieser schrecklichen Angelegenheit ein Ende zu bereiten. Du willst dich mit dem Captain des Schiffs zusammentun, das deine Heimat terrorisiert hat? Klar, wenn du dich mit einem Mädchen zusammentun willst, das du eben erst kennengelernt hast. Hast du mich nicht schon mal angelogen? Ja, habe ich. Das war ein Notfall. Abgemacht. Jetzt hört uns niemand mehr auf. Jetzt auf ihn mit Gepull! Okay, wir fragen mal alles durch. Darf ich dich fragen, warum du dich auf diese verrückte Mission begeben hast? Es war keine leichte Entscheidung. Loruna lag angeblich im Sterben und es wurden Freiwillige gesucht. Tausende meldeten sich, aber wir wurden ausgewählt. Wir! Außerdem haben sie all den Unfug erzählt, von wegen es wäre ein ehrenhaftes Opfer und so. Ja, solche Worte können ziemlich überzeugend klingen. Willst du denn mal hören, wie es eigentlich läuft? Willst du hören, wie es läuft? In Ordnung. Ich muss noch eine Bombe bauen. Und? Ich muss noch eine Möglichkeit finden, sie von Bord zu werfen. Und? Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man dieses Schiff hier wegfliegt. Dann habe ich also noch viel Arbeit. Solange du einen Plan hast. Und? Sieht aus, als wären die Fenster mit einer Art Kraftfeld versiegelt worden. Ja, das hatten wir doch schon. Haben wir irgendwas übersehen? Marikai? Oh! Ja? Okay, dann quatschen wir mit ihm nochmal alles durch. Haben wir es doch immer gemacht, ich hoffe nicht. Du hast mich angelogen. Sie ist kein Computer. Ich habe nie behauptet, dass sie ein Computer ist. Sie steckt nicht hinter den Entführungen. Das tust du. Ich habe auch nie behauptet, dass sie hinter den Entführungen steckt. Du warst gar nicht unter dem Müll eingeklemmt. Ich habe nie... Na schön, jetzt hast du mich erwischt. Manchmal übertreibe ich es einfach mit meiner Schmerzensnummer. Hm. Vielleicht können wir den ja hier irgendwie ablenken mit ihr. Warum hast du mich in dieses Zimmer eingesperrt? Du hattest gerade unser Schiff zu Fall gebracht. Da musste ich dich außer Gefecht setzen. Du bist ein gefährliches Mädchen, Weller. Und irgendetwas sagt mir, dass wir noch nicht einmal wissen, wie gefährlich. Gefährlicher als du denkst. Gefährlicher als Rambo und Chuck Norris zusammen. Vielleicht können wir ihn ja mit ihr ablenken. Wenn sie ihn anruft, können wir da hinten vorbeischleichen und uns diese Standkarte holen. Wohin bringst du uns? Und warum? Zum Roten Hangar. Zur Abfertigung. Abfertigung? Eine Art Verwaltungsarbeit?
Der grinst mir so selbstzufrieden, der will uns umbringen. Sind die entführten Mädchen wirklich immer noch an Bord? Oder hast du mich darüber ebenfalls belogen? Sie sind alle an Bord und sicher in einem Schutzraum. Du eingeschlossen. Ich glaub das nicht mehr. Ich glaub, du hast sie alle verwertet. Du Dreckschwein. Gibt es wirklich eine Pest auf dieser Seite des Damms? Ja, es gibt da eine Pest, aber nicht in Lorona. Die Pest seid ihr, du und deine Leute. Nichts für ungut. Unser Volk ist das prächtige Ergebnis einer strikten und teuren genetischen Auslese über tausende von Jahren. Wir bauen ja, den sieht's. Damm, um den genetischen Müll des Ödlands draußen zu halten. Des Ödlands? Entschuldige, ich meine das nicht böse. Aber wenn wir die Pest sind, warum habt ihr dann so viele von uns entführt? Obwohl es mir schwerfällt, es zuzugeben, die im Chaos Geborenen besitzen etwas, das wir verloren hatten und nicht simulieren konnten. Etwas Unnennbares und Primitives, ja vielleicht sogar Animalisches, das wir für unser Überleben brauchen. Was ist los? Kann es sein, dass du die Bedeutung von unnennbar nicht verstehst? Dieser Junge, ihr Sohn, was war seine Aufgabe dabei? Sind wir zu doof zum Ficken oder zum Vögeln oder was? Dieser Junge, ihr Sohn, was war seine Aufgabe dabei? Shay wurde außerhalb der Nähatmosphäre von Lorona aufgezogen, damit er, manche würden sagen schwach genug, meiner Meinung nach jedoch auch sensibel genug war, die Subjekte zu wählen, mit denen wir unsere Löcher im kollektiven Familienstammbaum füllen konnten. Die Geschichte wird ja immer gruseliger. Nicht jeder kann absolute Perfektion ertragen. Ich muss gehen. Ja, entspann dich und genieße. Eben. Sag mal, ja, so perfekt wie eine Anti-Baby-Pille oder was? Okay, noch mit ihr reden. Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Aber ich? Schön, ich arbeite dann mal an unserem Plan weiter. Gut, ich behalte derweil von hier aus Marikai im Auge. Ja, ich dachte, wir können ihr vielleicht jetzt erzählen, dass sie ihn anrufen sollen. Wir können die Standkarte klauen. Das wäre doch eigentlich perfekt, du Miserverdu. Na warte mal, ich will noch mal zurück, ich will mal raus hier. Mal sehen, ob wir noch wieder ganz zurückkommen. Dort, wo wir reinkommen. Das war ja echt praktisch. Du, irgendwie vor, hier lang, ne? Jo. Dann gehen wir noch mal hier raus. Und kicken mal ganz bescheuert in der Gegend rum. Nee. Hier geht mir hier an. So. Mal sehen, wie wir hier rauskommen und vielleicht ist ja draußen noch irgendwas, was wir brauchen könnten. Oder brauchen irgendwie am Ende, um hier weiterzukommen. Weil da waren wir ja auch die ganze Zeit nicht. Es sieht nicht nach einem Weg zurück nach oben aus. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich habe gerne meine Füße am Boden. Verdammt. Ups, was war das? Nein, das war keine Flasche. Das ist eine Lüge. Es sieht nicht nach einem Weg zurück nach oben aus. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich habe gerne meine Füße am... Ja, du hast da gerne deine Füße dafür zu stehen. Das finde ich schön von dir. Kommen wir vielleicht in den Zeltkern? Zurück zum Nexus. Hat irgendwas jetzt auch noch hier mit zu tun, oder? Es ist zwar nervig, aber ich will es nicht wegwerfen. Noch nicht. Danke. Ich dich auch nicht, Mädchen. Warte mal. Kommen wir zufällig... Wir kommen doch dran vorbei, ne? Wenn wir dann nämlich gleich jetzt bloß rausfinden, welcher das ist, damit wir eher da sind... Muss ich jetzt mal schauen, welchen Teleporter wir betreten müssen. Ich habe nämlich eine glorreiche Idee. So, der scheuert hier lang. Und dann müssen wir hier lang eiern. Und wenn wir hier lang eiern... Hallo, müssen Mel. Wir dann... Sie Nein! 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 Ja, das wollte ich auch nicht. Hallo,
Wer so. Will zum Steuerbordkorridor? Ich. Augen zu und okay, durch. Da müssen wir richtig, richtig flutti-flutti machen. Hey, mein Kopf ist normal. Nun, ich würde nicht unbedingt sagen, dass... Okay, Steuerbordkorridor. Aber wenigstens habe ich ihn dieses Mal nicht größer gemacht. Auf einem meiner Laser war eine tote Motte. Die hat das Ganze durcheinander Get. Gemacht. Hoch? Hätte schlimmer sein können. Du hättest auch als Halbmädchen halb Motte enden können. Hoch? Ach, das wäre mal eine Geschichte, Schätzchen. Schätzchen, genau. Okay, wir müssen dann zu diesem Rennen. Gut, gehen wir nämlich nochmal in die Küche. Und dann machen wir hier mal einen ganz flotten. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hasse solche Rätsel auf Zeit. Ich hasse das einfach. Die dauern immer so ewig, bis man die geschafft hat. So, wir dürfen dann bloß nicht vergessen, dort reinzurennen. So, okay. So. Wir knuspern mehr dran. Locken, bitte. Weg ist sie. Hat man schon. So. Los. Das ist jetzt alles flotti flotti. Flotti Karotti. Hallo. Wer will zum Schlussbordkorridor? Los. Kein Schwein. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Hey, du lässt das Ding auch. Er geht nicht auf. Der Müllroboter hat sie festgeschlossen. Es ist zwar nervig, aber ich will es nicht wegwerfen. Noch nicht. Danke. Ich denke, Mädchen. Nerv. Okay, ich muss mal schnell eine Aufnahmepause. Ich bin gleich ein wenig so gut wie für euch da oder dann morgen. Bis gleich. Tschüss.